Moment, was ist denn hier drüben? Sorry, aber ich muss nachgucken. Aber das kennt ihr ja eigentlich. Bin schon unterwegs. Ah. Wie geht's also mit dem Schlüssel weiter? Moment. Ah, okay. Hier sind wir nicht durchgekommen. Oder darauf konzentrieren. Rianne kann den auch noch nicht instant killen. Bah. Rex kann es versuchen. Hat leider nicht geklappt. Unverzüglich. Bam, bam, bam. Es gibt mir ein Zeichen. Hahaha. Das ist eine sehr merkwürdige Position. Au. Danke fürs Fallen auslösen. Trauer Alathans. Das Vulkangold. Die Items kriegen immer ausgefallenere Namen. So. Ja. Aber die Rüstungsdurchdringung ist wesentlich höher noch. Dafür ist die Reichweite niedriger, also muss das nicht sein. So. Okay, hier sind wir ja hergekommen im Grunde genommen. Knochenberg. Den habe ich vorhin übersehen. So, dann können wir noch bis hier reingehen. Moment. Okay, jetzt sind wir überall einmal gewesen. Jetzt können wir weitergehen. Das war gerade etwas verwirrend, hin und her. Aber hier rechts und dann müssten wir da sein, wo wir hinwollen. Natürlich. Oh, wow. Hübsch aus hier. Die Scherben, da nehmen wir uns jetzt ein paar mit. Ich kann kaum glauben, dass dies einer der Illuvien ist. Er ist überwältigend. Und zerstört. Ziemlich zerstört. Wir haben die Scherbe des Illuvien, aber wir brauchen noch immer die Lichter Arlefens. Wir sollten uns auf den Weg zum Kadersteig machen, sobald ihr bereit seid aufzubrechen. Mhm. Dann machen wir uns auf zum Kadersteig auf. Oh. Oh cool, ich kann hier hinter einfach wieder an die Oberfläche. Ja. Ihr wart also noch nie draußen? Das ist das erste Mal? Nein, natürlich war ich schon draußen, aber es war schrecklich. Wir mussten Dehnübungen machen. Ich habe geschwitzt und überall war Dreck. Während meiner Zeit als Schüler dachten unsere Lehrer, es würde uns gut tun, mindestens einmal die Woche an die frische Luft zu kommen und ein paar Übungen zu machen. Sonne und frische Luft sind gut für euch. Wisst ihr, wovon die frische Luft im Sommer voll ist? Mücken. Und sie gieren nach frischem, zartem Magierfleisch. Nun ja, wenn man es so sieht. Aber zum Glück hatte sich die Sache schnell erledigt, als ein Schüler diese Gelegenheit genutzt hat. Er ist einfach von der Anlegestelle gesprungen und ans andere Ufer geschwommen. Die Templer konnten ihm in ihren Rüstungen nicht hinterher schwimmen. Sie haben ihn erst eine Woche später wieder aufgespürt. Danach mussten wir plötzlich nicht mehr nach draußen. Oder aber dieser Magier, Enders, hat immer wieder versucht zu entkommen. Und seit seinem letzten Fluchtversuch habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ja, da weiß ich ganz vieles drüber, aber ich sag ja nichts. Zumindest nicht in Nicht-Zwischensequenzen. Also außer in Zwischensequenzen. Aber da sage ich auch nicht wirklich was. Ich bin ja der Einzige, der was vorliest, aber mein Charakter spricht ja gar nicht. Aber hey, macht nichts. So. Das sieht doch schon mal ganz cool aus wieder. Ich glaube, ich mag die tiefen Wege nicht. Es gibt weniger dunkle Brut, als ich dachte. Aber ich fühle mich beobachtet. Moment, warum haben wir Halt gemacht? Ist dies der Kadersteig? Ich schätze schon. Gut, also ich bin meine alten Notizen durchgegangen. Und weiter? Und ich bin dabei auf diese Fußnote gestoßen. Offenbar haben die Elfen bedeutende Relikte auf magische Art verborgen, um sie vor den Augen Unwürdiger zu schützen. Und wenn man bedenkt, was die Magister aus Tevinter getan haben, schätze ich, dass sie zu diesen Unwürdigen zählen. Was ihr nicht sagt. Sind wir auch unwürdig? Ich hasse es, das zuzugeben, aber ja,
Wir könnten die Lichter Arlathans nicht einmal sehen, wenn sie direkt vor unseren Augen wären. Wenn die Elfen die Relikte durch Magie verborgen haben, kann nur das Blut ihres Volkes sie offenbaren. Also Arianne. Wir brauchen euer Blut. Wie bitte? Nur ein paar Tropfen. Das ist alles. Ist das Blutmagie nicht wirklich, nehme ich an? Nun, das Blut verleiht dem Zauber nicht seine Macht. Es ist nur eine Komponente. Es ist definitiv eine Grauzone. Mhm. Also sollte das lieber unter uns dreien bleiben. In Ordnung? Okay. Uns vieren. Uns vier. Arianne, in euren Adern fließt das Blut der Elfen Arlathans. Also seid ihr die Einzige, auf die diese Verzauberung reagieren wird. Also gut. Aber nur, weil mich das ganze Gerede darüber schon kribbelig macht. Ein paar Tropfen. Es geht ganz schnell. Speaks. Mein Zauber wird magische Wirbel enthüllen. Wenn wir darin stehen, müsste uns die Energie, die zu den Relikten gezogen wird, zu ihnen führen. Sobald wir in den Einflussbereich der Lichter Arlathans kommen, wird Arians Blut sie uns offenbaren. Aber wir müssen dafür in ihrer Nähe sein. Okay, also schön die Leute hier verprügeln. Das war ordentlich. Das war Schicksal der Schwachen und ein Massaker. Ich bin soweit. Können übrigens ihre Waffe wechseln. Da funktioniert das hier besser. Und gerne nochmal ein Massaker. Ersten Kreischer töten. Ja, er macht sogar automatisch Gruppenheilung. Sehr schön. So, jetzt ist der dran. Der. Und du auch noch. Niedlich. Auch mehr Ausdauertränke hier. Natürlich. Sind so viele. Brauchen wir doch gar nicht. Ich sehe schon von hier, wir werden eine ganze Menge abzulaufen haben. Ach, guckt mal. Oh. Ja gut, die sind im Allgemeinen nicht sehr stark. Oh, alles verfehlt. Erste. Nee, die sind wirklich sehr leicht. Die sind halt nicht sehr stark, aber sie sehen sehr lustig aus irgendwie. So. Die Inschrift hier drüben ist in einem. Da gehe ich ganz bestimmt nicht lang. Ich verstehe es nicht so wirklich, aber gut. Was ist mit der Rangordnung? Und ein magischer Wirbel. Mit ihm können wir die Energie sichtbar machen, die zu den Lichtern Arlathans strömt. Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr dem Weg folgen? Ah, natürlich. Das ist so oder so einfach nur geradeaus. Ich dachte immer, die Zwerge seien geistlos, ohne jegliche Magie. Aber dieser Ort ist überwältigend. Ja, Magie können sie auch nicht eigentlich. Aber bauen können sie dafür sehr gut. So. Schön draufhauen. Könntest du übrigens den Hörlock da hinten ein bisschen einsetzen. Mit. Ha. Ein Blitz. So stark sind die ja nun wirklich nicht. Kinderkacke. Ich bin hier. So, da ist noch einer. Irgendwie müssen wir da durch dieses Tor. Oder hier durch die Wand. Sind wir irgendwie anders da lang vorbei. Eine verschlissene Notiz. Die Kadasch-Zwerge wussten nicht. Okay. Relikt zu schicken. Alle Bewahrung, elfischer Ursprung, tausende Jahre alt, wow. Nicht einmal, dass hier einst Elfen gelebt hatten. Wäre das nicht bemerkenswert genug, um in den Erinnerungen festgehalten zu werden? Das glitscht hier aber ganz schön rum.
Wenn ich wieder zurück bin, sollte ich die Geschichte der Zwerge studieren. Oh, was ist das? Faszinierend. Irgendeine Art Monument vielleicht. Wo ist mein Notizbuch? Oh, entschuldigt. Ich werde es mir wohl später ansehen müssen. Ja, das glaube ich auch. Guck mal, ein Kampfmagier. Du musst gestochen werden. Pieks. Ja, immer schön abbrechen. Kampfmagier sind sehr gefährlich. Etwas anders als Gesandte, weil sie nicht ganz so viel Magie machen können. Irgendwie ist dieser Chunk, hier, das Stück, ein bisschen kaputt gegangen. Hey, ein Bronto! Das ist doch cool. Ja, mit meinem Panzer. Geht's auch ab. Der ist auch nicht sehr stark. Toll. Kinderkacke. Zu einfach. Aber den nächsten Schwall gefunden. Die gehen irgendwie alle in die Richtung. Zu diesem Tor da drüben. Aber ich gehe mal erstmal weiter. Ich glaube hier. So. Ups, hier ist nichts. Ups. Oh, das dürfte lustig werden. Ich glaube, hier ist irgendwas. Warum ist es nichts? Ja, das hatten wir gerade schon mal. Pieks. Komisch, dass meine Spezialfähigkeiten nicht den Elementarschaden machen. Oh, die kämpfen alle gegen den einen hier. Machen wir mal einen Massaker. Oh, das hat die tatsächlich alle instant gekillt. Nicht schlecht. Weiter. Immer weiter, weiter, weiter. Ganz heiter. Fackeln! Achtet darauf, wohin sie sich bewegen! Die gehen alle in die Richtung. Ich glaube, dieser Ort könnte der richtige sein. Aha! Ah! Oh, Wächter! Das hat das Wort. Ich glaube, das Spiel mag das nicht, wenn Finn redet. Wo sind wir jetzt? Ich bin verwirrt. Müssen wir jetzt nochmal gegen die Viecher kämpfen? Nee. Da sind noch die Blutflecken übrig. Fackeln! Es ist, als würde man in den von Jahren brennen sie immer noch. Und sie zeigen uns den Weg. Oder ein spezieller Brenn? Ich glaube, dieser Ort könnte der richtige. Aha! Okay, nochmal schön speichern. Ja. Gucken, ob es jetzt gleich wieder abstürzt. Das hat das Wort auf der Schriftrolle also bedeutet. Ja. Oh. Autsch. Okay, wir haben gleich zwei von diesen Wächtern. Ich hole mir mal erstmal einen Panzer raus und dann können wir den verprügeln. Der ist stark. Zumindest. Warum war der andere nicht so stark? Komisch. Bumm. Ja, gut, so stark war doch. Ich hätte nicht gedacht, dass die Statue auch mal etwas wörtlich meint. Ab und zu ist das aber so.